Verteidiger Hirsch kam bei Rostock das Signal, ein 0 zu 0 halten. Noch einmal Eckstoß Rostock, Rinli, Riedlewitz, Bayerle und da ist der Hirsch. 1 zu 0, gerade mal 185 Sekunden auf dem Platz. Hirsch, erster Treffer seit exakt einem Jahr, damals noch für Unterhaching. Bayerle mit der Kopfballverlängerung. Also ich habe angefangen bei einem kleineren Verein, erstmal in der Jugend und bin dann irgendwann zu Borussia Mönchengladbach gekommen in die zweite Mannschaft und hatte dann das Glück, ich war Linksfuß, auf meiner Position hat sich jemand verletzt, dass ich dann bei meinem Verein eigentlich vor der Haustüre, ich komme aus Viersen, ist ja in der Nähe von Mönchengladbach, habe ich einen Profivertrag bekommen und war natürlich stolz wie Bolle und habe versucht mich da durchzusetzen, war sehr, sehr schwer damals, Effenberg-Zeit, Karl-Heinz Flipsen und sowas alles und ich wollte halt viel spielen, bin dann einen Schritt rückwärts gegangen, bin zum MSV Duisburg gegangen, 2095, der damals in die zweite Liga abgestiegen ist. Wir sind dann aber direkt aufgestiegen, habe dann insgesamt 5 Jahre für den MSV Duisburg gespielt, bis 2000. Bin dann ein Jahr nach Unterhaching gegangen, die Jüngeren wissen es vielleicht nicht, aber war auch damals erste Liga. Dann war ich, wie gesagt, 2 Jahre in Hansa Rostock, da ist dann auch das Tor gegen Bayern zustande gekommen. Und bin dann wieder zurück zum MSV Duisburg, damals in die zweite Liga. Wir wollten wieder etwas mehr in die Heimat. Da lief es dann in der zweiten Saison nicht mehr ganz so gut. Und dann bin ich nochmal in den hohen Norden zum VfB Lübeck, habe dort in der damaligen dritten Liga gespielt und dann bis 2009 in der vierten Liga, in der Regionalliga gespielt und meine Karriere ausklingen lassen. Also ich habe erstmal angefangen als sportlicher Leiter. Meine Frau hat immer gesagt, nicht Trainer, da müssen wir wieder so viel umziehen. Lieber etwas länger als sportlicher Leiter arbeiten. Aber ich habe dann so nach einem Jahr in Lübeck gemerkt, dass mir das so ein bisschen auf dem Platz fehlt. Habe dann meine Trainerscheine angefangen, habe dann erstmal in der Nähe von Lübeck unterklassig trainiert, 6. Liga, um zu gucken, ob das überhaupt was für mich ist. Hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich meine Trainerscheine gemacht, 2013, 14 dann meinen Fußballlehrer. Und ja, bin dann in die 3. Liga zum SV Elversberg gegangen und ja, das war so die erste richtige Profistation, habe da viel gelernt, viele Fehler auch gemacht, aber aus Fehlern sollte man ja lernen. Dann war ich in der Regionalliga beim VfB Oldenburg eine etwas längere Zeit, dann kurz bei Hessen Kassel und zuletzt bei FC Teutonia Ottensen in Hamburg in der Regionalliga Nord. Ja, verrückt ist halt, dass ich vom Niederrhein komme, also aus Nordrhein-Westfalen, habe lange Zeit auch in Nordrhein-Westfalen, sprich bei Gladbach und Duisburg gespielt und wollte eigentlich immer Trainer irgendwo hier im Westen werden, aber irgendwie hat sich das nie ergeben. Ich war halt viel im Norden unterwegs, Elversberg, Kassel dann eher im Süden und dann guckt man sich natürlich schon an, welche Vereine interessant sind. Ich wohne halt relativ nah an Bocholt und habe dann natürlich auch immer verfolgt, was der Verein macht. Ich hatte auch vor einiger Zeit schon mal Kontakt mit dem jetzigen Trainer und sportlichen Leiter, mit Markus John, aber irgendwie hat sich das halt nie ergeben und jetzt hatte ich halt Kontakt zu Christopher Schorsch, wir kennen uns auch noch so ein bisschen aus der Vergangenheit und ja, dann habe ich mir das hier mal alles angeguckt, wir haben uns getroffen und sind glaube ich auch relativ schnell zueinander gekommen und ich hoffe, dass wir beide eine Win-Win-Situation haben. Ja, ich kenne Dietmar schon sehr, sehr lange, also der Kontakt war immer da, wir haben immer miteinander geschrieben, mal telefoniert, man hat sich gesehen auf verschiedenen Plätzen, bei verschiedenen Spielen, weil er auch sehr, sehr affin ist. Und daher war für mich der Wunsch, dass er das machen soll hier. Ich bin froh, dass es auch geklappt hat. Wir haben uns auch schon frühzeitig miteinander unterhalten. Und ich finde auch das Gesamtkonzept mit ihm, das passt einfach wunderbar zum 1. FC Bocholt. Menschlichkeit, aber auch den gewissen Anspruch an Fußball, diesen nächsten Schritt gehen zu wollen und daher freue ich mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, wir haben jetzt aktuell, sieht man ja, eine schwierige Situation, auch eine schwierige Saison mit Trainerwechseln und alles. Ich möchte einfach Kontinuität haben, ich möchte eine schöne Arbeit haben, eine gemeinsame im ganzen Team. Dazu gehören nicht nur wir, sondern auch die Geschäftsstelle, die Mitarbeiter, das Drumherum, dass man Freundlichkeit an den Tag legt, Menschlichkeit auch zeigt. Ein Hallo tut niemandem weh. Und dementsprechend erhoffe ich mir einfach, dass er das sehr gut vorlebt und natürlich inhaltlich gut mit der Mannschaft arbeitet. Das Trainerteam bleibt auch komplett. Kai Henke hat auch verlängert. Marvin Höhner bleibt an Bord. Deswegen bin ich da sehr positiv gestimmt und mich freue mich jetzt schon auf die Arbeit.